Hallo Leute, heute gibt's Brigitte von Gerhard Gundermann. Das hatte sich tatsächlich jemand gewünscht vor 2, 3 Jahren. Und da ich ja eh nur jedes Jahr maximal ein Video mache, dachte ich mir, gut, dann, sonst wird die Pause wahrscheinlich wirklich zu groß zwischen den Videos. Brigitte, die Akkorde sind relativ easy. Es kommen nur E-Moll, G-Dur, C-Dur, D-Dur vor, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen nochmal durchgehen, weil ich denke, das haben die meisten drauf. Und ich verlinke auf jeden Fall nochmal eine Seite, wo ihr euch die angucken könnt, kostenfrei. Ja, und das Hauptproblem sollte eigentlich das Schlagmuster sein in der Strophe. So komplex ist es tatsächlich gar nicht. Es ist einfach nur ein bisschen Übung, vor allem dann noch den Gesang dazu hinzukriegen. Aber wenn er da 2, 3 Tage dran übt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich fange mit der Strophe an, danach den Refrain und am Ende das Intro, einfach aus dem Grund, weil das Intro, ja, kann man auch mit Fingerpicking ein bisschen komplizierter machen, aber wir wollen es uns ja einfach lassen und deshalb werden wir einfach quasi den Refrain instrumental als Intro verkaufen, aber dazu kommen wir dann. Machen wir erstmal die Strophe. Okay, kommen wir mal zum Schlagmuster für die Strophe. Wir machen das Ganze im E-Moll. Ich habe den Capodaster im zweiten Bund, weil es für meine Stimme entspannter ist. Die Gundi-Lieder sind schon relativ tief und gerade fürs Üben nehmt einfach etwas, womit ihr gut klarkommt. Gut, dann spiele ich es jetzt einmal langsam an, einfach nur. Und wenn wir es dann drauf haben, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp, wie man es ein bisschen akzentuierter klingen lassen kann. E-Moll. Natürlich mal noch eine Ecke langsamer als im Song. Wir packen das mal am besten in zwei Abschnitte des Schlagmusters. Und zwar fangen wir an, einmal nach unten durchziehen, kurzes Päuschen, nochmal. Dann kommen zwei Aufschläge. Ab, ab, auf, ab. Also ein Abschlag, kurzes Päuschen, noch ein Abschlag, Päuschen, hoch. Also auf, ab. Also ab, auf, ab. So ungefähr auch in dem Rhythmus. Ab, auf, ab. Ab, auf, ab. Ab, auf, ab. Auf, ab. Mit Zweifel Geschwindigkeit runterstellen, wenn es euch zu schnell ist. Dann sollte der erste Teil schon mal kein Problem sein. Und dann der zweite Teil ist eigentlich noch einfacher. Und zwar einfach nur ab, auf, ab, auf. Also nochmal. Ab, auf. Kein Problem, oder? Dann das Ganze nochmal zusammen. Ab, ab, auf, ab. Erster Teil. Ab, auf, ab, auf, ab. Ab, auf, ab, ab, auf, ab, auf, ab. Ab, auf, ab, ab, auf, ab, auf, ab. Auf, ab, ab, auf, ab, auf. Gut, damit ich jetzt nicht völlig verrückt werde, mache ich jetzt einmal mit Text. Dann kann man sich es wahrscheinlich auch besser vorstellen. Also E-Moll und danach, also wir spielen das Schlagmuster einmal im E-Moll und dann zweimal in G-Dur. Das ist quasi die erste Zeile. Wie mein Vater und fuhr ein. Dann kommt das Gleiche nochmal. Aber mein E-Moll, nein, G-Dur mehr sein. D-Dur, leise Rosten und das Förderband ist C-Dur. Und dann verändert sich zur letzten Zeile, aber ich glaube, wenn wir die ersten 3 Zeilen habt ihr jetzt drauf mit dem Schlagmuster. Wie gesagt, die ersten beiden Zeilen sind wirklich völlig identisch. Die dritte ist dann vom Schlagmuster her total gleich. Einmal D-Dur und zweimal C-Dur, also es ändern sich nur die Akkorde. Und dann die letzte Zeile, die setzt sich dann folgendermaßen zusammen. Ich mache nochmal die vorletzte. Leise Rosten und das Förderband ist leer. Jetzt kommt. Jetzt keiner mehr. Es kommt E-Moll, C-Dur, D-Dur.
Der D-Dur verhält sich genauso wie in den oberen drei Zeilen der zweite Akkord. Also da spielen wir einfach zweimal das Schlagmuster durch. Der einzige Unterschied sind E-Moll und C-Dur, die davor kommen. Die teilen sich quasi ein Schlagmuster. Und da machen wir einfach bei E-Moll am Anfang ab, auf und bei C-Dur das gleiche. Braune Kohle von hier will jetzt keiner mehr. Genau, bei dem machen wir dann einfach wieder das Schlagmuster durch. Ab, auf D und dann das Schlagmuster durch. Zweimal, bevor wir dann in die nächste Strophe gehen. Also ab, auf C, ab, auf D. Genau, und das haut ihr dann einmal hintereinander durch. Dann habt ihr schon die ganze erste Strophe. Dann kommt die zweite Strophe und danach kommt der Refrain. Und zu dem kommen wir jetzt gleich. So, im Refrain kommt jetzt eigentlich überhaupt nichts Neues mehr dazu. Wir orientieren uns vor allem an der letzten Zeile der Strophe. Wir wissen ja noch, es endet mit einem D-Dur. Und dann geht es in G-Dur, C-Dur, G-Dur. Aber die Orientierung bleibt genau wie in der letzten Zeile. Also ab, auf und dann einmal das Schlagmuster. Ach, meine Grube, Brigitte, ist pleite. Das gleiche nochmal, letzte Schicht lang schon verkauft. Also. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide. Das ist ein bisschen anders. Das ist nämlich einfach nur zweimal das Schlagmuster, einmal D-Dur und einmal C-Dur. Und die letzte Zeile des Refrains ist wieder wie die letzte Zeile der Strophe. Und zwar, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen die Schlusszeile einfach, egal ob Strophe oder Refrain, könnt ihr euch merken, es geht immer mit diesem E-Moll, C-Dur zusammengefasst und dann D-Dur-Schlagmuster zu Ende. Ich spiele es einmal zusammen, aber da jetzt nichts Neues dabei war, müsst ihr euch einfach nur auf die neuen Akkorde einstellen und dann ist es auch kein Problem. Ach, meine Grube, Brigitte, ist pleite. Und die letzte Schicht lang schon verkauft. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide. Und jetzt wieder dieser Schlusssatz: E-Moll, ab auf C-Dur, ab auf D und Schlagmuster. Und dann gehen wir die nächste Strophe wieder. Das ist eigentlich der ganze Refrain. Und dann kommen wir jetzt noch zu guter Letzt zum Intro und da haben wir schon alles. Zu guter Letzt zum Intro. Also das Intro setzt sich eigentlich zusammen auf ein bisschen Rumgeschrammel auf dem G-Dur. Er macht dann noch ein paar kleine Fingerübungen mit rein, aber wir machen es ja wirklich auf die ganz einfache Art. Deshalb fangt ihr einfach, das ist halt so ein Lied, das fängt nicht, ihr müsst es nicht so pedantisch auf 3, 4 beginnen oder so, man kann einfach ganz langsam das Schlagmuster mit G-Dur vielleicht auch ein bisschen lauter werden spielen lassen. Und dann spielt man im Grunde einmal den Refrain von der Zeile 2 an, also G-Dur, C-Dur, G-Dur, dann D-Dur, C-Dur und den Schlussakkord und wenn man das dann noch ein bisschen mehr Magie reinbringen will, wie er, dann kann man das natürlich auch noch ein bisschen dazu summen. Dann geht die erste Strophe los. Ich war ein Bergmann wie mein Vater und fuhr ein. Ganz genau. Und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Tja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Song.